Wenn du einen Spaten für Outdoor-Aktivitäten, für Survival Bushcraft oder Camping suchst, dann ist meiner Meinung nach der Cold Steel Spätzle-Spaten die richtige Wahl. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft-Areal. Und ich habe diesen Spaten schon einmal vorgestellt. Da gebe ich da oben den Link. Und diesen Spaten hat gerade der Tobias in der Arbeit. Die zwei Buben spielen nämlich beim Bach, der hier beim René Rossmann Bushcraft Areal dabei ist. Und ich habe einen neuen. Und den habe ich mir jetzt vor kurzem erst bestellt. Und zwar aus dem Grund, weil ich auf was draufgekommen bin. Diese Scheide, die von Cordura Scheide, die von Cold Steel mit angeboten wird, die hat mir immer gefehlt. Die habe ich nämlich beim ersten Mal nicht gekauft und es war eigentlich gleich günstiger, einen Spaten auch dazu zu kaufen, daher habe ich gleich beides. Ich habe hier einen Karabinerhaken angebracht, weil es hat oft Situationen gegeben, wo wir im Wald unterwegs waren und ich den Spaten absichtlich zum Beispiel, um Bärlauch auszugraben oder irgendwas abzuhacken oder sowas und ich halt nicht mit meinem Scrammer oder einem anderen Haumesser arbeiten wollte. Und da hat mir das gefehlt. Ja? Und daher habe ich jetzt diese Cordura-Scheide dabei. Aber warum ist dieser Spaten so genial? Was ist da der Hintergrund? Du hast einen Stiel, das ist ein Eschenstiel, wenn ich mich nicht irre. Steht jetzt gar nicht drauf, aber ich weiß nicht. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Leider gibt es die bei mir im Shop nicht. Leider. Ich würde die so gern verkaufen, weil ich die von dem Produkt wirklich hundertprozentig überzeugt bin. Es ist klein, es ist kompakt, es ist halt hier mit zwei Schrauben, die wirklich tief reingehen, über die gesamte Länge schön fixiert. Alles gut, auf beiden Seiten etwas angeschärft, damit kann man auch hacken. Zeige ich da jetzt dann nachher gleich ein bisschen. Was mir fehlt, aber das kannst du ja selber nachmachen, wenn du das brauchst, hier kannst du ein Loch durchbohren. Ich hätte da gerne irgendwie noch ein Loch, dass man das dann auch mit einem Band oder so, aber das muss nicht unbedingt sein. Das ist wirklich ein schöner, stabiler Allround-Spaten, der richtig was kann. Hier im Bushcraft Camp muss man für sich selber sorgen, das heißt auch für das Brennholz. Und ich nehme da jetzt eine Esche und arbeite von dieser Esche Material ab. Und das macht ihr natürlich mit. Ich meine, die Idee dabei ist, dass du eine Schaufel hast, einen Spaten und gleichzeitig ein Hackinstrument. Und das tut das Teil natürlich. Ich meine, der schöne Vorteil ist auch, und das ist meine Meinung, da kann nichts kaputt gehen. Bei einem Klappspaten kann irgendwo die beweglichen Teile aufgehen oder. Aber bei dem hier, und der kostet auch nicht die Welt, wie gesagt, schaust du auf Amazon an, kannst du nichts falsch machen. Ja? Und der kann eigentlich nicht wirklich kaputt gehen. Und er ist natürlich ein Spaten. Das heißt, er ist nicht nur zum Hacken da, sondern er tut halt, was er soll. Er macht halt auch da diese Grabarbeiten mit. Und der große Vorteil meiner Meinung nach ist, dass du mal so arbeiten kannst, umgreifst und dann auch hacken kannst. Und somit, wenn da jetzt irgendwelche Wurzeln drin sind, an der Oberfläche, die gleich einmal relativ einfach in den Griff kriegst. Ich meine, es gibt Spezialwerkzeug, wenn du irgendwas ein Grubenhaus oder was bauen willst, das ist ganz klar. Aber diese Wurzeln, die sich da durchziehen, die zum Beispiel von den Fichten da sind, die sind teilweise sehr, sehr dick. Und damit man da rankommt, ist dieses Hacken gut. Ich habe dieses Teil, also nicht dieses, sondern das, was der Tobias im Einsatz hat, bei den Trainings mit dabei gehabt. Und es überzeugt die meisten, aber die beim Militär waren, sagen, Reini, das ist ja alles recht gut und schön, das macht das alles super, aber du kannst ihn halt nicht umstellen, du kannst ihn nicht auf 90 Grad umstellen. Ne? Weil da kann man beim Bundeswehrspaten und auch beim Glockspaten und beim österreichischen Militärspaten, dass du ihn als Haue verwendest und dann Erde herziehst. Ne? So, brapp, zack. Das geht nicht. Alles auf dieser Welt hat Vor- und Nachteile. Es gibt nichts. Die eierlegende Wollmilchsau, ich kenne sie nicht. Der Vorteil bei diesem Teil ist, dass es stabil ist, dass es eigentlich unkaputtbar ist und dass du mit dem hier ein vielseitiges Teil hast, mit dem du auch wirklich hacken kannst. Mit dem Glockspaten habe ich auch gehackt, aber nicht lange. Und mit dem kannst du auch etwas hebeln. Das geht mit anderen Spaten nicht so einfach, beziehungsweise den traue ich auf Dauer nicht zu, dass sie das überleben. Ich kann dazu jetzt keine Erfahrung erzählen, wo ich sage, der Bundeswehrspaten wäre mir gebrochen, ist nämlich nicht der Fall, aber ich setze ihn nicht ein. Aber der hier ist auch leichter.
Also für mich ist das das ultimative Teil. Wenn du das anders siehst, ist das total okay. Schreib mir unten einen Kommentar. Eines noch, weil das auch immer wieder gefragt wurde bei den letzten Videos. Ja, es ist hier eine Abschrägung, dass man auch, wenn man mit dem Fuß sozusagen da rein stechen mag, wie bei einem Spaten, das ist gegeben. Und das passt auch, das ist alles okay. Also wenn du den total Review sehen willst, gebe ich da oben den Link auf das alte Video. Ich wollte jetzt nur noch einmal drüber sprechen und sagen, dass ich den Spaten einfach gern habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein toller Spaten. Ich kann ihn dir hundertprozentig empfehlen, wenn du auf so diesen Stil stehst. Gib da unten den Link auf Amazon, der ist auch nicht allzu teuer. Das ist überhaupt kein Thema. Schau es dir an, wenn du magst. Schreib mir unten einen Kommentar, welchen Spaten du im Einsatz hast. Das wäre ganz, ganz nett. Dann bleibt mir nur mehr, schreib mir einen Kommentar, gib mir einen Daumen nach oben und auch ein Abo. Das wäre nett. Die Glocke drücken nicht vergessen. Da geht es zu meinen Büchern. Schau einfach da mal rein. Unten gebe ich dir den Link auf Waldurlaub, wenn du da vorbeischauen willst, wo ich jetzt gerade stehe. Und ich gehe jetzt wieder mit den Burschen spielen. Bis bald, dein Rainer Rossmann. Ciao.